Die können wir noch versuchen zu dechiffrieren. Hä? Ach, das ist doch nicht wahr. Ich bin echt zu blöd, gerade Kisten zu dechiffrieren. Hat doch sonst immer gut geklappt. Ach ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. So was Blödes. So, Serverknoten. Den hat man doch schon gehackt. Hallo? So. Okay. Hier war auch noch eine Kiste. Da bin ich eben dran gescheitert. Dann versuchen wir die jetzt nochmal. Nein. Sag mal. Ich bin gerade echt zu blöd, diese Dinger da zu knacken. Ich lasse das jetzt sein. Ist mir jetzt egal. Dann halt ohne Kisten. Hier oben lassen wir auch stehen. Die da jetzt gleich kommt. Und ich nehme hier schon mal Pistole und sie bleibt bei dem und er bleibt auch bei der Pistole. Mal noch schnell komplett hochheilen, dann haben wir das auch erledigt. So. Ja, ich weiß, dass ich nicht durch die orangen Blöcke komme. Aber ich gucke einfach nicht richtig hin gerade. Deswegen sage ich ja, ich bin einfach zu blöd dafür. Ich bin da. Aber kannst du mal umfallen und liegen bleiben? Ich bin da. Aber schieß doch mal. Mach doch mal was hier. So, geht doch. Ich bin dran. So, was haben wir hier? Nix. Lauter nix. Sicherer Spind. Ach, sag mal. Komm, wir überbrücken die mit 20 Universalgel. So. Okay. Sind wir da hinten? Aber hier ist doch gar nichts. Okay. Exogeny. Obere Ebene. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Jetzt müssen wir wieder zurück, oder was? Sonst war hier nichts.
wir hier richtig? Ne, wir müssen doch zu Lisbeth. Warte mal, wir müssen zurück. Geht's. Versteht sie doch. Na also. Ja, endlich. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Turianer, als sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Geth angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Turianer finden können. Aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Ja, ich auch nicht. Sie haben getan, was sie konnten. Ich werde ihnen helfen, wenn sie mir sagen, wo ich den Turianer finde. Der Turianer ist unter Sus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Geth angriffen. Aber was wollen die Geth von dem Turianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Normandy an Landetrupp. Kommen Sie rein. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Geth-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Na toll. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Ja, das kannst du gerne tun. Pack die 7 Sachen ein. So. Und nun? Wieder komplett zurückkämpfen? Oder was sollen wir jetzt machen? Mit den Flüchtlingen sprechen? Sprechen Sie im Flüchtlingslager mit Lisbeth Bryans Mutter Juliana, um herauszufinden, was sie über den Turianer weiß. Okay. Wo ist sie denn jetzt hingerannt? So, da hinten ist zu. Kommen wir denn hier runter? Schauen wir mal hier. Na, hier geht's ja wieder ganz zurück. Willkommen zurück. Achso, das ist er hier. Das reicht im Moment. Ja, tschüss. Schalten auf Standby-Modus. Wiedersehen. Weil aber. Hä? Naja. Hier waren wir zwar schon. Schauen, wo uns hier jetzt hinführt. Irgendwie aus dem ganzen Salat hier wieder rauskommen. Mein Gott, ey. Sind wir einmal komplett im Kreis gerannt. Das ist doch auch toll. Hauptebene. Warte mal, müssen wir. Boah, ich finde diese Karte, die Karte ist sowas von bekackt in diesem Game.
So, hier ist die Treppe. Hier waren wir doch auch schon. Ich werde das hier nie raffen in diesem Spiel, gell? Weil die nicht einfach mal sagen, wo du hin sollst. Brauchst mehr Informationen, bevor du zurückkehren kannst nach Sue's Hope im Flüchtlingslager. So, wo ist denn dieses scheiß Flüchtlingslager? Wo soll das denn hier bitte sein? Warum steht nicht irgendwas hier dabei? So ein Quatsch, ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Schon. Da hinten ist dieser Aufzug, der ist rot. Dann gehen wir halt hier durch zurück. Vorne steht zumindest mal unser Auto. So. Jetzt drehen wir die Karre rum und dann fahren wir halt hier raus. Dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Steuerung. Unglaublich, ey. Oh. Ach, guck mal da. Das Thema hätten wir auch. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Hier ist Juliana Bainham von der Pharos-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das ist meine Mutter! Juliana. Stopp! Ja, genau. Halten Sie an! Ah, stopp! Wo ist sie denn? Hier rein? Hier sieht doch gut aus. Exogeny Sicherheit. Na Gott sei Dank. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Was ist das denn für ein Waschlappen? Bleiben Sie da stehen, Commander. Dies ist ein Exogeny-Projekt. Daher habe ich hier das Sagen. Wir können darüber reden. Niemand muss verletzt werden. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach. Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Pharos her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sue's Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen.
So, wieso kann ich die zwei Antworten jetzt nicht wählen? Weil Schmeicheln nicht genügend hochgelevelt haben, oder was? Ich lasse nicht zu, dass sie diesen Leuten noch länger schaden. Lassen sie die Waffen fallen oder es passiert was. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss! So kann man das auch machen. Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Ich muss herausfinden, warum die Geth hinter dem Turianer hier sind. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Turianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate. Kriege ich davon nicht auch was ab, von der Gasgranate? Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraclopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es sie lähmen. Wenn es sein muss, könnten wir es mit einer Granate freisetzen. So, machen wir das. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Oh, statten Sie Ihre Granaten mit dem Antitorianer-Gas-Upgrade aus. Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne sie zu töten. Okay. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere. Bis der... Sie würden da draußen problemlos überleben. Okay. So, hier alles nehmen. Jetzt müssen wir mal gerade schauen. Granatwerfer. Antitorianer-Gas. So, das hätten wir. Was haben wir denn noch hier Schönes im Gepäck? Lancer 3. Banshee 1. Hurricane 3 haben wir noch da. Rüsten wir die mal aus. Möchten Sie installierte Upgrades auf das neue Ziel übertragen? Ja. Danke. Die hier. Granatwerfer muss so bleiben. Jo. So, und er hier, was haben wir denn für ihn noch Schönes? Schrotflinte Hurricane. Hat ja schon eine Hurricane. Die Storm ist schwächer. Pistole. Hat man eine Edge 2. So, wenigstens bleiben die Upgrades da drin. So, und für sie hätten wir noch eine Lancer 3 im Angebot. Können wir dann hier noch was reinpacken? Ihr Großkaliberlauf, das sieht gut aus. Die wird jetzt Elefantentöterin. So. Eine Pistole. Kriegt die Edge? Alles klar. Das hätten wir. So, was haben wir denn hier noch für ein Ding? Achso, das ist ein... Die Grenze ist viel gefährlicher, als den meisten klar ist. Jo. Okay, so. Pheros der Turianer. Wo sollen wir denn hin? Nach Zeus Hope. Fahren Sie mit dem Marco über den proteanischen Skyway nach Zeus Hope und finden Sie den Eingang zum Nest des Turianers. Okay. Ja, das wäre kein Problem für Sie. Also wieder komplett zurück. Also wieder hier hoch. Rein in die Karre. Sie um Hilfe bitten soll. Und dann erstmal wieder irgendwo hinfahren. Wahrscheinlich einfach wieder da raus, oder was? Oder müssen wir hier runter irgendwo hin? Proteanischer Skyway. Da sagt man doch drüber, ne? Das stand doch da gerade. Okay, dann müssen wir da runterfahren. Da runter und rechts. Na toll. Na. Komisches Teil. Oh, das ist aber auch
Die Steuerung von der Karre ist echt so hart und schlecht. Wahnsinn. Das Zoomen kann ich mir eigentlich auch sparen. Geht auch ohne Zoom. Boah, der lenkt so schnell. Der ist so direkt in der Lenkung. Diese kleine Karre. Wahnsinn. Es hat ein rotes Kreuz, also muss es sterben. Dieses Wesen war kein Kolonist. Diese Veränderung war keine Folge einer Infektion. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen, auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Ganz wie Sie wünschen, Commander Shepard. Oh. Okay. Der Zombie ist hier. Klingen auch wie Zombies. Sehen nicht so aus wie Zombies? Klingen auch so. Sind auch Zombies. Boah. Nehmen wir mal die Schrotflinte. Sind doch die Kolonisten. Warte mal. Falsch. Ich dachte, das wären auch Zombies. Sowas. Mist. Entschuldigung. Es tut mir leid. Na, los jetzt hier. Sowas Blödes. Ich hab doch ja versehentlich die Falschen umgebracht. Falsch gerannt, ja? Ah, klasse. Hab ich mal wieder gut hingekriegt. Universalwerkzeug Chamäleon 2. Warte mal, lass mich mal ganz kurz angucken. Ja. Hier, das ist doch hier. Ne, das da. Universalwerkzeug. Schildbonus 0. Tech-Abkühlungsbonus 12. Medizin-Nachladebonus. Aber das könnte vielleicht er hier. Aber wieso habe ich überhaupt hier so Kack? Hier. So Kackwerte? Guck mal, er hier. 2417. 4912,5. Und ich 505. Naja,
Upgrade-Kit. So. Also hier sind wir auf jeden Fall mal definitiv schön falsch. Heißt, wir latschen wieder zurück. Wir latschen wieder zurück.